Ja, also diese Galerie übrigens, von der ich gerade vorhin erzählte, wo ich ausstellte, wodurch eben dieser Moraltheologe auf mich zukam, das war eine Galerie, die ich gegründet habe. Unter dem Namen? Zeit für Kunstgalerie. Und dieses Buch beinhaltet eben, und es ging um dieses Thema, der Tod, meinen fünfteiligen Bilderzyklus Versöhnung. Es gibt dieses Hauptbild, Versöhnung, und dann gibt es nochmal vier Variationen dazu. Also einmal überreicht der Tod, vielmehr überreiche ich dem Tod die Rose, ein andermal trägt der Tod eine Geige, spiel mir das Lied vom Tod, oder das letzte Bild, da trage ich Masken, legt die Masken mir ins Grab, weil wir Menschen laufen ja immer mit vielerlei Masken herum, die wir ja schon in der Kindheit lernen. Und es geht ja eigentlich darum, sie doch im Laufe seines Lebens abzunehmen. Ja? Und so hängt es natürlich unmittelbar mit meiner Malerei zusammen und logischerweise auch wiederum mit meinem Unfall und mit diesen ganzen körperlichen Einschränkungen. Also es geht wirklich Hand in Hand. Und in dieser Galerie haben wir auch Aufführungen gemacht. Die war so groß, dass ich da mit meinen Schülern Lesungen und Aufführungen machen konnte. Lyriklesungen, Literaturlesungen, sodass ich natürlich mit der Literatur auch viel zu tun hatte. So komme ich jetzt dann auch zu dem Thema Literatur. Eine Weile lang ging das mit der Galerie, dann ist aber der Raum verkauft worden, sodass ich umgezogen bin. Und ich habe heute noch die Produzentengalerie, die ich integriert habe bei mir etwas in der Wohnung, so halbe-halbe. Und habe da dann die Lesungen weitergemacht, regelmäßig, 17 Jahre lang. Also letztes Jahr erst aufgehört, aus gesundheitlichen Gründen, weil auch das zu viel wurde inzwischen. Und habe da aber dann nur noch mit einem Schüler gearbeitet, der eben die nötige Disziplin hatte. Bei den anderen war das immer, natürlich hatte ja auch jeder was zu tun, der auch, weil er war Musiker, vielmehr ist Musiker auch. Aber er hatte einfach die Disziplin, die ich brauchte, um solche Sachen zu machen. Und wir haben viele gemeinsame Lesungen gemacht und bei diesen Literaturlesungen, da ist mir aufgefallen, dass das Thema Mutter ein sehr wichtiges ist. Was bei jeder, also ich habe vorwiegend Frauenliteratur gelesen, habe diese Lesungen immer selber konzipiert, das heißt, es war eine Unmenge Arbeit, ich musste auch viel recherchieren, habe das selber geschrieben und so weiter und oft haben wir dann auch szenische Lesungen gemacht, aber natürlich, das alles bringt jetzt auch nicht groß viel Geld, das ist alles sehr viel mit Idealismus verbunden. Aber das Thema Mutter, irgendwann hat es bei mir so gemacht, ich sagte mir, das muss ich mir mal anschauen. Also es ging, ich wurde dann immer gefragt, ob es mit meiner Mutter zu tun hatte. Natürlich, ich hatte auch eine extrem schwierige oder eigentlich eine gar nicht Beziehung zu meiner Mutter, aber das war nicht der ausschlaggebende Punkt, denn das Thema hatte ich für mich längst abgehandelt, also wirklich mir angeschaut und war für mich nicht problematisch. Und das war etwas, was ich auch im Buch vermitteln wollte. Denn jeder denkt ja, nur er hat eine komplizierte Mutterbeziehung, wenn es sowas gibt. Ja. Ich wollte damit zeigen, mein Gott, jeder läuft mit irgendwelchen Problemen herum, die einen aber nicht das ganze Leben lang verfolgen sollten, sondern wir werden ja auch erwachsen und können ja selbst unsere Richtung bestimmen. Also diese Abhängigkeiten wollte ich damit auch etwas zeigen und auflösen. Und so bin ich dann zu dem Buch gekommen, mir träumte meine Mutter wieder. Da habe ich jahrelang daran gearbeitet, weil ich es ja auch nur nebenbei machen konnte, ne? Weil ich ja nicht meine Hauptbeschäftigung ist. Und ich konnte da 49 Autorinnen und Autoren in dem Buch versammeln und ich glaube an die 19 oder 20 haben eigens für dieses Buch ein Gedicht oder einen Prosatext geschrieben, haben sich dann also mit dem Mutterthema auseinandergesetzt. Für manche männlichen Autoren war das nicht so einfach, wie sie mir sagten. Es gab auch einen, der dann im letzten Moment wieder, es war ihm dann doch so schwierig, das wieder zurückgezogen hat.
Aber es ist ungeheuer spannend, sich das mal anzuschauen und zu sehen, also wenn man darin liest, eigentlich, wo bei jedem die Problematik liegt und was die Menschen daraus gemacht haben, die Autorinnen und Autoren. Die haben ja geschrieben, wenn sie kein Problem haben, schreiben sie ja meistens nicht über die Mutter. Oder es war eine sehr gute Mutterbeziehung, wie zum Beispiel bei der Friederike Mayröcker. Das sind ja geradezu Liebeshymnen an die Mutter. Ne? Das ist etwas sehr Schönes. Aber im Vorwort eben habe ich, das war mir sehr wichtig, habe ich eben das betont, dass Mütter ja auch nur Menschen sind. Ja? Man wird so schnell in die Mutterrolle unter Umständen hineingeschmissen, wo man selbst ja sich vielem noch gar nicht bewusst ist. Wie kann man von so einem Menschen erwarten, dass der schon alles richtig macht? Das geht gar nicht. Also ich wollte da ein bisschen ein Verständnis auch erwirken und ein Verzeihen.